Hey, hier ist noch eine Waffe. Eine Mosin. Ja, ich weiß leider nicht so genau, wo du bist. Welche Munition benötigt denn eine Mosin? Fragst du die Falsche. Die schon mal nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Tja, dann kann ich auch die andere Waffe halten. Wahrscheinlich auch diese 3, 6, 7. Ne, warte, wie war das? 7, 6, 2 irgendwas. Hier ist ein riesengroßes Gebäude. Canvas, Pants, Short. Nochmal Pants. Hier war ich drin. Hier ist noch eine Cola. Ja, habe ich was übersehen? Naja. War ich auf jeden Fall drin in dem Gebäude. Warst du in dem roten gegenüber? Ja, ne? Ja. Hier hinten sind noch große Gebäude. Ja, ich gehe jetzt hier in den braunen gegenüber von dieser, dem großen Oh, Gebäude, liegen wo direkt ich. Waffen. SKS, das ist die, die du hast, ne? Ja. Theoretisch könnte man natürlich jetzt die Dingens aufsplitten, ne? Munition. Hier ist sogar noch Munition. Oh, hier ist ein großer Rucksack. Sehr gut. Ah ne, 25, was habe ich? 30. Schade, das sah aus wie dieser große. Aber ist nur ein 25 Platzbehälter. Tja, ich glaube, ich nehme ja auch mal die SKS hier. Einfach weil ich dafür jetzt Munition gefunden habe. Heißt zwar, dass wir uns erstmal was wegnehmen, aber geht leider nicht anders. Muss man nur aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig immer alles wegnehmen. Nicht, dass der eine hinterher keine Muni mehr hat und der andere nur. Naja, wir müssen das halt jetzt ein bisschen aufteilen. Ich hoffe halt, dass ich jetzt bald eine M4 oder sowas mal finde. Wie gesagt, ich habe ja komplettes Munitionskit für eine M4. Und ich habe auch gerade zwei Schuss für die Dingens gefunden. Oh, damit kann man aber gut zielen. Okay, ich stehe jetzt hier vor einer Kirche. Oder Kirche? Mhm. Okay. Ich durchsuche hier noch ein paar große Häuser. Wenn möglich. Ja, die Tür ist noch zu. Ja, vielleicht kann man ja hier in diese Kirche rein. Ne, schade, leider nicht. Aber wenn du die Kirche nicht siehst, wo bist du? Ich weiß nicht, ob ich die Kirche sehe oder nicht. Ich bin in einem Haus. Die Frage kann ich dir noch nicht beantworten. Aber nein, ich sehe gerade die Kirche nicht. Sind da Container? Hier sind Containerkassen. Ja, geil, plündern. Kommst du denn auch hier hin? Ich weiß nicht, wo du bist, Steffi. Ich habe keine Ahnung. Ja, da in der Stadt, wo wir die ganze Zeit sind. Auch die Ja, Tür ich kann bin man. auch in der Stadt, wo wir die ganze Zeit sind. Ich bin nur gerade bei großen Häusern und Ja, es sind plünder die. alle große Häuser hier. Ja, bei mir auch. Ich habe eine Feldflasche noch gefunden. Ich stehe jetzt hier an einem Schild. Nee, Wopka und Rob. Bäh. Ich halte die mal. Ach, jetzt bin ich ja wieder an dem Einkaufsladen, wo wir Oh eben Gott, dann waren. bist du ja wieder am anderen Ende der Stadt. Bist wieder zurückgelaufen. Ich bin weiter nach Westen. Besten. Die Straße nach Westen musst du gehen. Da bin ich gerade.
Na, Westen ist so ungefähr. Scheiße. Schüsse. Ja, das bin ich. Drei Zombies gegen einen ist unfair. So. Ich wollte nochmal mit der Pistole ausprobieren. Ich wusste nicht, dass hier direkt drei Zombies kommen, weißt du? Mhm. Ich hatte nur einen gesehen. Und den habe ich dann auch noch verfehlt, ich Idiot. Der ist stehend gewesen. Der war stehend K.O. und ich habe ihn trotzdem verfehlt. Hier ging gerade eine Tür auf. Ohne dass hier einer ist, das finde ich sehr merkwürdig. Dann pass auf, kann auch ein anderer sein. Das ist ein ganz großes Häuschen hier. Also ich war gerade in einem größeren Haus, aber als du sagtest, dass eine Tür aufging, da war ich schon drinnen, beziehungsweise wieder draußen. Ich hab, Spaghetti gefunden. Ja, gut. Mein Rucksack ist gleich voll. Okay, mein Rucksack ist voll. Ich bin komplett voll. Sorry. Komplett voll, ey, was machst du? Ja, ich hab voll viel Trinken und Essen und so ein Scheiß. Ja, ich auch, aber mein Rucksack ist ja noch kleiner. Ja, dann kannst du mal sehen, wie viel Trinken und Essen ich habe. Was ist das denn da? Eine blöde Batterie. Ach, da ist noch was zu trinken. Ja, ach, den Kugelschreiber könnte ich dann mal wieder wegtun, ne? Munition habe ich ja auch noch ohne Ende. Hallo, das bin ich. Alter. Dann ist zwar das ein anderer, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass wir dann alleine hier sind. Ich sollte vielleicht mal was essen. Ach ja. Aua. Das tat weh. Force Feed? Ah, ich kann dich füttern. Achso. Achso, gib mir mal das Teil da für dich. Diese Kochsalzlösung da. Liegt auf dem Boden. Diese Waterbottle, ne? Kann man die auch auffüllen? Ja. Kann man. So, jetzt muss ich nochmal gucken. In die Hand nehmen, die F Hand. Drücken und dann. Ich hab da halt gegeben, ne? Ja, ja. Müsste funktioniert haben. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet, aber. Can Opener ist bei mir badly damaged. Oh boy. Ich pack gerade hier mal so ein paar Sachen raus. Warte mal, das, was du hier rausgetan hast, dieses Sewing Kit, kann ich damit? Damit kannst du nur Klamotten wieder verbessern.
Den Defi tust du auch raus. Ja, ich hab einfach nicht Platz für sowas. Wenn wir sterben, sterben wir. Ich glaube auch nicht, dass wir dann noch mit dem Defi arbeiten können. Wenn ich ehrlich bin. Shotgun-Muni brauche ich jetzt auch nicht mehr. Aber warte mal, deiner ist pristine und meiner ist damaged. Kannst ja mal gucken, ob du was davon gebrauchen kannst. Der nächste freut sich dann, der hier hinkommt. Ja, ich habe mir dann Defi genommen, weil deiner in Ordnung war und meiner nicht. Ach so, ja. Wieso nicht, ne? Voll riesig die Stadt, ne? Und jetzt noch so Respawn, Zombies, ständiger Kampf dagegen, das wär's doch. Oh, ich hab wieder Sardinen gefunden. Also Essen haben wir echt wieder genug. Ja. Fehlt nur noch ein zweiter Can-Opener. Ja, schau, lass mal da Damage. Der Damage ist ja egal, solange er nicht ruined ist. Ja. So, da hinten ist wieder so ein blöder Zombie, den schieße ich mal weg. Also hier in den Häusern sieht man ganz wenig, finde ich. Indem ich jetzt hier drin bin. Ich glaube, hier habe ich noch nie was gefunden. Was sagtest du? Ich sag, in dem Haus, wo ich jetzt hier drin bin, hinter dir, da habe ich noch nie irgendwie was an Loot gefunden. Ja, schon komisch manchmal. Ja. Am besten sind diese großen Häuser oder hier diese roten oder sowas. Genau. Oh, hier ein Zombie. Da ist noch irgendwo einer. Ja. Wo? Sag das doch bitte. Bitte. Ich geh mal wieder auf die Axt. Ich habe zwar noch genug Schuss für die Pistole, aber immer wieder das Nachladen nervt so ein bisschen. Wow, Motorhelm. Ich gehe den Berg weiter rauf, wo noch ein paar Häuser stehen, ja? Okay. Ist auch schon alles offen. La la la. Aber wir haben wenigstens einsatzfähige Waffen, würde ich mal sagen. Warte mal, von da kommen wir. Da. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt von hier kommen. Müssen dann auf jeden Fall mal gucken, wo wir als nächstes hingehen, wo wir eventuell neue Waffen kriegen oder neue Munition. Ich sehe dich gerade nirgendwo. Ich habe gesagt, ich bin den Berg rauf gelaufen, wo noch weitere Häuser stehen. Ja, ich bin auch den Berg rauf. Und plünder eben gerade die Häuser, die da sind. Auf jeden Fall mal gucken, was so die nächste Anlaufstelle sein könnte. Hier muss es doch bestimmt noch irgendwelche Militärcamps in der Nähe geben. Ein Hoodie brauchst du nicht mehr, ne?
Was? Ein Hoodie? Nee. Ja. Ich bin jetzt gleich ganz oben auf dem Berg. Ah, die letzten Häuser. Ich bin hinter dir. Ich war ja gerade in dem braunen Haus. Ja. Auch nix. So, jetzt noch hier das letzte Haus. Ja, ich bin hier schon drin. Bist du drin? Ja, ja. Okay. Auch nix. Dann plane ich in der Zeit schon mal. Boah, mein Magen, ne? Ich könnte ihn gerade umbringen. Ich hab's gerade bis hierhin gehört. Ja, ne? Mhm. Das ist voll krass, ey. Ja, folgen wir einfach mal der Straße. Dabei habe ich gar keinen Hunger. Der ist irgendwas am Verarbeiten, was heute nicht so gut war. Ja, ist so. Was hast du denn heute Mittag gehabt? Nudeln mit irgendeiner Soße. Da waren Linsen drin und... Jetzt weißt du auch warum. Linsen und heute nochmal Bohnen. Oh. Das kommt gut. Jetzt weiß ich auch, warum mein Magen die ganze Zeit so rumort, ey. Ah, das ist natürlich nicht so geil. Ich entschuldige mich für die komischen Geräusche, wenn sie denn durchs Mikro kommen. Also wenn ich sie bis hinten gehört habe. Dann werden sie auch durchs Mikro kommen, ne? Oh, ich versuche schon immer so eine Position zu finden, dass nichts auf meinen Magen drückt, aber das geht einfach nicht. Irgendwas drückt immer drauf. Dann fängt er wieder an so rumzuknurren, ey. Wie so ein kaputtes Auto. Ja, Linsen, da, Linsen und Bohnen. Aber Nudeln mit Linsen? Ja, das war so eine Soße. Die hat total lecker geschmeckt. Da war Chili drin, Tomaten, Paprika, Linsen und ganz viel Zeugs war da drin. Das war mega lecker. So auch nicht gedacht. Aber ich hatte erst überlegt, so ein gebackenes Hähnchen zu nehmen. Das hätte aber irgendwie 3,50 Euro oder so gekostet. Und dann hättest du nur das Hähnchen gehabt. Und das war mir dann irgendwie zu teuer, weil ich krieg ja noch 25% Aufschlag da. Ist ein bisschen blöd. Ist das bei dir auch so komisch? All das, was du aufhebst, ne? Ja. Also bei mir wird es unten in der Leiste angezeigt. Ja, kommt drauf an, was du aufhebst, aber ja. Cola und... Nö, das nicht. Kannst ja alles wieder rausziehen. Wenn du Tab drückst, kannst du die Zeichen alle wieder rausziehen.